Wir wollen heute ein bisschen Johnny Cash machen. Sehr schön. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du möchtest halt gern mehr in diesem Stil spielen und hast bis jetzt nur diese eine oder diese zwei Linien gelernt, ne? Also den ersten Schritt, um das mit diesen Bassläufen zu lernen, hast du ja schon gemacht. Du hast ja deinen Lieblingskünstler oder deine Musik, die du geil findest, rausgesucht und hast sie gelernt. Zwei Songs jetzt, ne? Der erste Tipp wäre wirklich, du versuchst so viel wie möglich Songs da zu lernen, weil da kommen ja diese Bassläufe vor. Also wenn du weißt, du willst in diesem Johnny Cash-Stil oder nennen wir es Country-Stil, da gibt es ja noch andere, die so spielen, lernen, dann würde ich wirklich versuchen, Songs anzuhören und zu gucken, wo kommen solche Bassläufe, wie du sie dir vorstellst, vor. Und dann lernst du exakt die Songs. Weil ein bisschen ist es auch so, man muss es auch ein bisschen sammeln. Ich meine, man kann Theorie machen, man kann lernen, wie so ein Basslauf dann funktioniert und so. Aber der erste Schritt ist eigentlich, du sammelst dir wirklich, vielleicht hörst du dich mal durch, ich meine, Johnny Cash hat ja unzählig viele Songs aufgenommen und dann gibt es ja noch tausend andere Country-Songs, wo solche Läufe drin vorkommen. Du hörst dich einfach durch solche Compilations durch, hörst das alles an und dann hörst du, oh, hier ist ein geiler Lauf, den lerne ich jetzt. Dann lernst du exakt das Lied oder manchmal reicht auch eine Stelle, aber es lohnt sich natürlich auch, das ganze Song zu lernen, ja, und machst das mit mehreren. Und mit der Zeit kriegst du dann so ein riesen dickes Repertoire an, also wir spinnen jetzt mal, sagen wir mal, du hast jetzt bis jetzt 5 Songs gelernt, wenn du aber 50 hast, wo unterschiedliche Bassläufe vorkommen, dann bist du auch in der Lage, das in einem Lied, wo du das jetzt selber machen willst, wo du zum Beispiel jetzt nur die Akkorde hast, selber besser anzupassen. Dann sagst du, ach, das wäre ja cool aus diesem Song und hier ist eine Idee aus dem Song. Je größer dein Repertoire ist, daran kannst du dann selber weiterarbeiten. Aber das wäre der erste Tipp. Ich würde so viel wie möglich versuchen, davon zu lernen. Und jetzt können wir uns aber zusammen noch angucken, wie du das, was du jetzt schon hast, noch vermehren kannst oder ein bisschen systematischer, so wie das jetzt in Anführungszeichen ein professioneller Musiker vielleicht machen würde, um das systematisch zu erweitern. Aber wir fangen damit an, spiel mir erstmal das vor, was du mir da vorgeschickt hast, weil das ist jetzt unsere Grundlage, eins von den Dingern. So, du hast jetzt hier dein Johnny Cash-Ding gelernt, ja? Kennst du dich schon ein kleines bisschen mit Musiktheorie aus? So Stufenakkorde und sowas. Okay, jetzt der Song, den du mir vorgespielt hast. Wie geht's dann? Was würdest du sagen, welche Tonart ist das? Lassen wir uns mal, wir können uns das vorstellen als A, ist vollkommen in Ordnung. Es fängt ja auf so einem A an. Dann geht es zu D-Dur, zurück zu A, zu E-Dur. Und dann kommt das B. Wenn du das jetzt in Stufen ausdrücken müsstest, welche wären das? Wir machen das zusammen, ist super easy. Das musst du jetzt auch nicht im Kopf gleich alles können. Also du müsstest dir sozusagen kurz die... Du wirst gleich mitkriegen, warum ich das mache. Ich will dich zu was hinführen, wie du das, was du da gelernt hast, weitermachen kannst. Nimm dir mal ein Blatt Papier kurz. Weißt du, wie man die A-Dur-Tonleiter bildet? Dann schreib die mal auf. Schreib die mal auf das Blatt, einfach wirklich so hintereinander. Also A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A. So, wozu wir das jetzt einfach nur brauchen ist, jetzt kannst du mir nämlich sagen, das sind ja jetzt auch gleichzeitig die Stufen, A, B, Cis ist 1, 2, 3 und so weiter. Ne? Jetzt kannst du mir nochmal von dem Song sagen, welche Stufen wir da verwenden. Wir haben das jetzt analysiert. Wir haben rausgefunden, okay, der Song beginnt auf der 1. Dann kommt diese kleine Basslinie. Ist übrigens genau die Tonleiter. A, B, Cis zum D. Also, wenn man es jetzt in Zahlen von der Tonleiter denken würde, erster Ton, zweiter Ton, dritter Ton zum vierten Ton. Jetzt kommt die vierte Stufe als Akkord. Dann geht es wieder zurück. Jetzt geht die Tonleiter weiter rückwärts vom A zum Gis, also wenn du jetzt einfach die Tonleiter rückwärts gehst, ja, wir haben sie extra aufgeschrieben, jetzt gehst du A, Gis, Fis, E. Und dann geht es auf die zweite Stufe hier als Dominant-Sept-Akkord. Normalerweise wäre dort, wenn das jetzt nur an der Tonleiter wärst, wäre dort ein Moll-Akkord, aber jetzt in dem Song ist sozusagen, da ist ein Dominant-Sept-Akkord. Ich erkläre dir warum, muss man nicht wissen. Das ist die Dominante von der Dominante. Das ist sozusagen die 5 von der 5. Das ist einfach nochmal eine Auflösung hin zum E wieder zurück. Ja. Ob man das weiß, vollkommen unwichtig. Warum habe ich das mit dir gemacht?
Weil das Erste, was du machen kannst, um jetzt dein Repertoire zu erweitern, an dem, was du schon kannst, ist, das einfach in einer anderen Tonart zu spielen, mit anderen Griffen. Weil dann musst du ja jetzt anders umgreifen. Wir machen es uns ganz easy. Schreib dir mal unten drunter, oder schreib dir mal unten drunter die C-Dur-Tonleiter. Die ist ja easy. Und wir gehen jetzt nur mal die Akkorde durch. Wir spielen jetzt exakt denselben Song. Fangen aber beim C an, weil das ist jetzt unsere neue 1. Wir spielen jetzt den kompletten Song in C-Dur. Wir hatten gesagt, der Song geht 1, 4, 1, 5, 2. Wenn du willst, kannst du das noch mit aufschreiben. Das ist der Song, der hat erste Stufe, vierte Stufe, erste Stufe, fünfte Stufe, zweite Stufe. Und dann geht es nochmal zurück zur fünften, aber das ist erstmal egal. Das ist das, was du mir vorgespielt hast, wenn wir das aus A-Dur betrachten. So, und jetzt übertragen wir das nach C-Dur. Welche Akkorde wären das? Fang an mit C-Dur. F-Dur, vierte Stufe, ja. Zurück zum C und dann. Und dann, welchen brauchen wir dann noch? Genau, dann brauchen wir noch ein D7. Bevor es wieder zum G zurückgeht. So, jetzt könnte man, ich spiele noch erstmal ohne Bassläufe. Hätte ich jetzt schon meinen Song. Oder Dominant 7. Und jetzt versuchen das, exakt dieselben Bassläufe einzufügen. Bloß halt in der neuen Tonart, weil jetzt musst du dich umorientieren. Weißt du, was ich von dir will? Ja, du kannst das so hier machen, aber du kannst ja auch die Leerseite benutzen. Was ich dir damit zeigen will ist, jetzt musst du plötzlich du kannst ja schon die Griffe und du kennst dich schon ein bisschen mit Tönen aus, jetzt musst du aktiv mit dem Zeug arbeiten. Warte mal, was spiele ich denn hier übrigens? Jetzt musst du dir Gedanken machen. Jetzt kannst du dir Gedanken machen, was sind das jetzt für Griffe, wie gehen die Läufe? Das sind jetzt im Prinzip keine neuen Läufe, aber in den anderen Tonarten sind das ja andere Griffe. Ne? Von C zu F, von F zu C, von C zu G, von G zum D. Und wir versuchen das jetzt exakt nachzumachen, als ob es in einer neuen Tonart ist. Das ist jetzt deine Aufgabe. Probier mal. Hast du schon gut angefangen. Genau, die Basslinien kannst du dir jetzt auch überlegen. Mache ich jetzt. Dann könntest du es exakt so nachmachen. Der nächste Schritt wäre dann, wenn du da schon willst. Du kannst dann auch noch zu einem anderen Akkordgriff wechseln oder so. Aber machst du das mal so simpel wie möglich, dass es sich einfach, es soll sich so anhören wie das Original, ohne dass wir ja die Originalakkorde spielen. Probier nochmal. Die Frage ist, was machst du im Original? Du musst jetzt immer auch dran denken, was habe ich im Original gespielt? Im Original bist du hochgegangen zuerst. Dann bist du wieder zurückgegangen, den Weg, den du gekommen bist. Daran musst du jetzt immer denken, dann bist du noch tiefer gegangen. Versuchst exakt das nachzumachen. Probier es nochmal. Das ist nicht schlimm. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Dass du nicht weißt, was du zu spielen hast, das ist ja der Sinn. Das ist, was ich üben nenne, wenn man was macht, was man nicht kann. Ja? Das andere ist nur Feinschliff. So, ich will schneller werden oder will das noch besser spielen oder so. Aber jetzt bist du gerade in dem Bereich, raus aus deiner Komfortzone, so wo, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber das ist ja genau, wo du wächst, wo du jetzt neue Dinge lernst über dein Instrument. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du überlegst dir, was habe ich in A gespielt? Da war ich hier auf dem E und wo bin ich dann hingegangen? Ach, da bin ich vom E zum Fis, das ist ein Ganzton nach oben. Du kannst das so analytisch machen, du sagst, okay, wo gehe ich hin? Du kannst aber auch einfach dein Gehör benutzen. Du hast diesen Song ja schon so oft gespielt. Du kannst ihn ja auch schon gut spielen in der Originaltonart. Dass du dann versuchen musst. Bu da du da. Di da du da. Dass du das suchst mit den Ohren. Da du da da. Und jetzt. Du de du. Und dann suchst du das. Du de du. Nee. Du de du. Was ist es? Du de du. Ach. G, A, G. Also entweder machst du analytisch, da kommt der Ganztonschritt, oder du versuchst zu finden, was habe ich denn da gemacht?
beides ist legitim. Ich mache es natürlich, ich gucke mir vorher an, was ich gespielt habe, umso schneller finde ich es dann. Ja. Meine Ohren wissen auch, wie es klingt. Und jetzt hast du. Du, de, du. Neuen Lauf sozusagen gelernt. Der jetzt in einem Song in G-Dur oder in C-Dur so vorkommen könnte. Ne? Du, de, du, dam, da. Machen wir mal hier vom G aus. Und wie geht's dann weiter vom D? Was passiert im Original? Jetzt einfach die Tonleiter wieder runter, ne? Wenn du dir das Original anhörst, was du mir vorgespielt hast, wenn du dir das genau anguckst, klar ist das ist jetzt schnell, ich gebe dir ganz viele Informationen auf einmal, aber du kannst dann selbst, das Gute ist, du kannst dann selbstständig ja damit weiterarbeiten, ja? Du kannst, am Anfang wirst du immer so hin und her switchen müssen, was mache ich im Original? Du könntest dir das übrigens auch aufschreiben. Geht die Tonleiter hoch, geht die Tonleiter runter? Der Song, den du da gewählt hast, der ist sogar insofern cool, weil es wirklich immer nur Tonleiter nach oben, Tonleiter wieder zurück, Tonleiter noch weiter zurück, ein vor, ein zurück, Sprung auf die zweite Stufe, Tonleiter rückwärts. Also du könntest es genauso beschreiben, was dort passiert und dann in anderen Tönen nachmachen. Und dann muss man sich manchmal auch, C-Dur ist jetzt vielleicht einfach, ich weiß nicht, wie gut, wir kennen uns ja noch nicht so lange, wie gut deine Griffbrettorientierung ist, aber C-Dur, wenn du jetzt merkst, wenn du jetzt eine Lücke findest, weißt, ich weiß gar nicht, wie die Tonleiter hier geht, C-Dur zum Beispiel hier vorne, habe ich noch nie gespielt. Das ist super. Dann machst du eine Notiz, C-Dur lernen, dann setzt du dich hin, C, D, E, F, G, A, H, C, auch die tiefen Töne mitlernen. Dass du einfach dann die Töne, die du brauchst, lernst und dann überträgst du das. Der Sinn, warum wir sowas machen, jetzt spiele ich das in der anderen Tonart. Jetzt kann ich mich gar nicht an die Tabs, die es gibt, halten oder so, oder an das Tutorial auf YouTube. Das ist ja der Sinn, weil jetzt lernst du, was du nicht kannst. Jetzt findest du raus, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie man eine C-Dur-Tonleiter rückwärts spielt oder so. Das ist super, weil dann weißt du genau, diese Woche steht in meinem Übungsplan C-Dur-Tonleiter auf dem Griffbrett lernen. Weil ich die brauche, um den Song dort zu machen. Das ist die Strategie, die wir hier. Wir finden hier Lücken oder du merkst, ich weiß gar nicht, wie ich Wechselbass beim G-Dur spiele. Bei den anderen Akkorden wusste ich es, wo er ist, aber beim G-Dur, da musst du das D, die leere D-Seite zum Beispiel spielen. Das könnte jetzt was sein, was man findet. Oder ich weiß nicht, wie man D7 greift, weil das wusstest du jetzt. Aber die Idee ist, durch das Übertragen in die andere Tonart, findest du Dinge, Mist, ich weiß gar nicht, wie die zweite Stufe in Dur als Septakkord in der Tonart geht oder so. Ne? Und das Aufschreiben, was wir gemacht haben, das kannst du ruhig machen, so erstmal, um zu gucken, wie habe ich das übertragen? Welche Töne müsste ich jetzt spielen? Und wenn du das oft genug gemacht hast, dann machst du das irgendwann im Kopf. Bei mir geht das super schnell, weil ich halt immer, muss immer ganz viele Oldie-Songs und Rock'n'Roll-Songs in unterschiedlichen Tonarten spielen. Die haben auch immer nur 3, 4 Akkorde. Und dann ging das super easy irgendwann, weil du so oft in denselben Tonarten. Wenn du mich jetzt wahrscheinlich in S-Dur, wäre ich vielleicht auch ein bisschen langsamer oder so. Aber jetzt so die Standard-Tonarten, die klappen gut. Wir machen das jetzt in noch eine Tonart. Und zwar, wir übertragen das jetzt mal nach G-Dur. Schreib dir am besten zuerst die G-Dur-Tonleiter auf. Jetzt schreibst du, vielleicht schreibst du dir gleich noch dazu, wie ist jetzt die Akkordfolge in G-Dur, die wir brauchen. Also das Erste, was ich jetzt üben würde, ist, wenn du jetzt sagst, ich bin mit den Akkorden noch unsicher, dann übe ich erstmal ohne die Bassläufe jetzt in G-Dur die Akkordfolge. Ich mach's vor und dann bist du dran. Das ist übrigens auch eine super Fähigkeit, wenn man mit Sängern zusammenarbeitet oder Sängerinnen, weil die oftmals sagen, das Lied ist mir zu tief oder zu hoch, du hast das jetzt wie Johnny Cash gelernt, und die sagen dann, das kann ich aber so nicht singen, weil ich nicht die Stimme habe, dann wollen die es in einer anderen Tonart und genauso überträgt man das. Was wir gerade üben, ist sozusagen transponieren in die andere Tonart. So, üb mal die Griffwechsel, spiel das mal so ohne Bassläufe erstmal mit Griffen. Jetzt haben wir das nach G verschoben. Und jetzt lass uns mal den Weg suchen. Wir haben ja vorhin schon gelernt, beim Original sind wir gegangen, einfach die Tonleiter nach oben. Das können wir hier super nachmachen. Mach das mal. Na, warte, wir fangen doch mit G an. Ich spiele es mal kurz vor, wie es klingen könnte. Ja.
Mach mal bis dahin, probier mal. So, wie würde es dann weitergehen? Jetzt haben wir das einmal von diesem G hier aus. Wie geht es dann weiter? Wir haben doch die Akkorde aufgeschrieben. Eigentlich müssen wir jetzt zum D kommen, ne? Wenn du das dann alleine machst, vielleicht schreibst du dir auch auf, was die Basslinie macht. Geht die Tonleiter hoch, geht die Tonleiter runter? Schau nochmal, das hast du mir vorhin vorgespielt. In A, ich mach's nochmal in A. Zum D. Zurück. Und jetzt wird's noch tiefer. Ne? Wir wollen spielen 1, 4, 1, 5, 2. Wir wissen ja genau, ob das nun der Song ist, ist eigentlich auch völlig egal erstmal. Was wir eigentlich machen wollen, ist ja, die Aufgabe hast du dir selber anhand des Songs gestellt. Du hast gesagt, möchte die 1 spielen, Tonleiteraufgang zur 4, Tonleiterrückgang, Weggang wieder zur 1. Und jetzt, worauf ich hinaus will, ist, jetzt an dem Punkt können wir jetzt nicht wie das Original tiefer gehen, weil jetzt unsere Gitarre nicht reißt. Wir haben kein tieferes D. Und ab dem Punkt, entweder muss man versuchen, irgendwie zu tricksen. Hier ging es jetzt noch, dass man das tiefe E spielt und dann in D-Dur einfach weitermacht, was dann kommt. Oder dann muss man an dem Punkt, sagen wir mal, wenn es jetzt noch tiefer wäre oder so, muss man sich dann überlegen, ich kann das nicht nachmachen. Also muss ich mir jetzt was Eigenes einfallen lassen. Gibt es mehrere Wege. Entweder du machst das eine Oktave höher anstatt hier. Sagst dann mach ich es halt von dem G, von der G-Seite aus. Ich will dir nur die Schritte geben, wie du dann selber dran arbeiten kannst. Das Tolle ist ja, du sitzt dann da und bastelst. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Und dass du dann da sitzt und bastelst, das ist eine doofe Lösung. Das ist die, wie könnte ich es noch spielen? Dass du dir Lösungen überlegst, das ist die Lernmethode. Das ist der Schritt. Das ist das aktive Machen. Worauf ich dich gerade stoßen will. Also wenn du merkst, hier kann ich kein tiefes D spielen, habe ich nicht. Dann sagst du, kann ich das eine Oktave höher spielen? Und dann musst du wieder sagen, weiß ich, wie die G-Dur-Tonleiter rückwärts von hier geht? Dann kommt vielleicht wieder, habe ich nicht gelernt? Okay, super. Guckst du dir die Töne an. Ich brauche ein G, ich brauche ein Fis, ich brauche ein E und dann kann ich zum D. Und dann kannst du es nämlich machen. Von der G-Seite an. Spiel mal. Guck mal, ob du das siehst. Neuer Basslauf, den du vorher so nicht gespielt hast. Ne? Ich denke nicht in C-Shape in dem Moment, weil wenn ich hier vorne bin, dann sehe ich nicht diese Shapes. Das ist ja mit Leerseiten. Ich nehme ja eine Leerseite. Die ist ja in der Shape nicht vorhanden. Also für mich ist das alles offene Lage. Ich spiele wirklich die Töne. Ich musste das früher so lernen. Ich musste das alles hier in der offenen Lage, die Tonleitern lernen. So, die Leerseiten haben. Ja. So, da denke ich nicht an diese Fingersätze, wie ich sie verschieben kann oder so. Aber wie du das machst, da gibt es kein richtig oder falsch. Die lernen, du musst dir vorstellen, früher die Leute, die haben einfach Musik gehört, haben versucht, das nachzumachen, mussten sich das selber finden. Und da hat der eine das so gespielt und der andere so. Ich will dich nur darauf stoßen, dass du dich hinsetzt und damit beschäftigst, wenn ich es nicht tiefer spielen kann, kann ich es irgendwo höher spielen. Du kannst dann auch sagen, wenn es zum Beispiel nicht so eine Lösung gibt, jetzt brauche ich einen anderen Basslauf. Und das ist dann der Moment, wo du sagst, wie komme ich denn vom G jetzt bis zum D? Und dann kannst du auch wieder rumexperimentieren. Das ist eigentlich super easy bei der Tonleiter, weil du machst einfach. Also 1, 2, 3, 4, 1. Gehst einfach die Tonleiter hoch. Da hast du einen Ton mehr. Johnny Cash spielt ja immer. Also 1 lässt er weg. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Weißt du, was ich meine? Der macht ja. Da kommen wir zweimal. Und wenn du jetzt 4 Töne brauchst, um vom G bis zum D zu kommen, dann spielst du einfach alle Töne. Pass auf. Das sind jetzt 4 Töne. Und so, das ist jetzt eine neue Basslinie, die kommt in der Version, die du gelernt hast, gar nicht so vor.
Das macht aber überhaupt nichts, weil das ist ja unser Ding. Wir wollen ja gerade rausfinden, wie wir neue Basslinien finden. Und das wäre jetzt eine. Ah, um vom ersten Akkord zum fünften Akkord zu gehen, kann ich nicht nur in der Tonleiter drei Schritte zurückgehen, die Tonleiter rückwärts gehen. G, Fis, E, D. Tonleiter rückwärts gehen. G, Fis, E, D. Ah, ich kann ja auch G, A, B, C, D. Nach vorne gehen. Weißt du, worauf ich hinaus würde? Ist zu schnell. Guck mal, die Tonleiter hat ja, wenn du dir die Tonleiter anguckst, G-Dur, die hat da am Anfang eine G und am Ende G. Genau, und um zum D zu kommen, kann ich die Tonleiter einmal vorwärts gehen. Dann brauche ich vier Töne. 1, 2, 3, 4, 1. Oder ich gehe rückwärts. Dann brauche ich nur drei Töne, deshalb spielt er den ersten doppelt. Also, so rum. G, G, Fis, E, D. So würde ich erstmal anfangen. So würde ich erstmal anfangen, mir das zurechtzusuchen. Und das könntest du jetzt auch noch in A-Dur spielen und in D-Dur. Und du kannst auch in F-Dur spielen. Du kannst rein theoretisch in 12 Tonarten. Macht nicht bei der Akustikgitarre nicht so viel Sinn. Ich würde die offenen Akkorde nehmen. Ja? Also ich würde es mal in E-Dur spielen, ich würde es in A-Dur spielen, in D-Dur spielen, in G-Dur, in C-Dur. Vielleicht F-Dur, aber ab dann nimmt man ja meistens Capo bei der Akustikgitarre. Und dann hast du denselben Song in 5, 6 verschiedenen Tonarten und musst jedes Mal andere Wege gehen, die du jetzt wieder üben musst, dass du die genauso zu deinem Metronom, wie du mir es geschickt hast, sicher kannst. Aber im nächsten Johnny Cash Song, der in A kommt, verspreche ich dir, oder in D ist oder so, kommen genau diese gleichen Linien wieder vor. Weil es sind ja immer diese Tonleiter hoch, Tonleiter rückwärts. Ne? Mit D-Dur würde ich es machen, mit A-Dur und mit E-Dur. Im Original fängt es ja auf dem E-Dur an. Ist dann eigentlich A-Dur von Akkorden her. Also das ist ja nur der Auftakt zum... Das ist unser A. Walk the Line wechselt zwischen, ich glaube, wenn der singt, wechselt er kurz in eine andere Tonart oder so. Der ist ein bisschen tricky, was das angeht. Aber das wäre meine allererste Empfehlung, um mehr Varianten zu lernen, wie du von welchem Akkord wohin kommst. Weil du dir dann über Gedanken machen musst, was habe ich hier in A gespielt und wie spiele ich sowas in C, wie spiele ich das in G. Und manchmal kannst du es nämlich nicht einfach 1:1 übertragen. Und dann wird es interessant. An der Stelle musst du dir selber eine Lösung ausdenken. Wie komme ich denn jetzt zu diesem Akkord? Wie kann ich den denn greifen? Wo ist der denn? Ja? Es gibt ja nicht unendlich viele, viele Varianten. Das ist ja das Schöne, das hast du ja gesehen. Gerade, ich meine, es gibt noch ein paar Varianten. Ja? Aber das, was du jetzt gesehen hast, ist, na, eigentlich ist es immer Tonleiter hoch oder Tonleiter runter oder mal den Nebenton in der Tonleiter. Das ist ja einfach nur ein Ton daneben, wieder zurück. So, du kannst dir genau angucken, du könntest das quasi wie so eine Anleitung aufschreiben, was er macht. Er geht die Tonleiter nach oben, er bleibt auf dem Ton, er geht die Tonleiter zurück. Und das ist die Anleitung, die du dann für andere Tonarten benutzt. Und dadurch lernst du neue Wege, die du dann verwenden könntest. Der Rest sind dann meistens Rhythmen, die sich verändern. Ja, ob ich nun spiele oder... Mal vor und zurück und so, das sind kleine Varianten. Also es gibt noch mehr Sachen, aber das ist das, was du aus dem Song, was du jetzt schon kannst, mitnehmen kannst. Und wenn du das jetzt mit einem Song machst, dann multiplizierst du jetzt erstmal dein Wissen, nämlich in die anderen Tonarten. Und dann, wenn das sitzt, dann guckst du dir den nächsten Song an. Und du hast dir ja Big River schon mal angeguckt, ne? Was ist denn... Da musst du dich wieder fragen, was spielt er da eigentlich? Weißt du das? Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.